Kann ich dir gleich mal noch ein paar Pünktchen ausgeben hier? Huch, da hat sich ja ein bisschen was angesammelt. 32.000, wo kommen die denn her? Mal gerade mal was. So, dann nehmen wir die Taschenlampe mit. Auf Level 8 muss ich ja sowieso noch alles mitnehmen, ne? Ja, wahrscheinlich schon so ein bisschen, ja. Ich weiß gar nicht, ab welchem Level das anfängt, dass es die Auswahl einschränkt. Queen, du hast das super gemacht. Du musst öfter den Killer spielen bei dir. Das macht er gar nicht. Sagt, er hat eine Lobby offen. Okay. Wer möchte denn aus dem Chat jetzt noch mitspielen? Hui. Ich weiß gar nicht, was ich heute getrunken habe. Ich muss schon wieder mal ganz kurz verschwinden. Irgendwas läuft hier falsch. Bis gleich. Jo, bis gleich. Nerd da wäre dabei, sehr gut. Aber ich würde es kurz mal dem Onkel nachmachen und auch mal kurz verschwinden. Bin auch gleich wieder da. So, bin wieder da. Chris? Chris, bist du noch da? Geht mein Mikro? Ja. Könnt ihr im Chat mich hören? Oh yeah. Salina 72, danke für dein Follow. Willkommen. Ach, Chris macht auch gerade Biopause, alles klar. Das habe ich natürlich nie mitgekriegt. So, na dann nutze ich mal die Zeit und lese mal den Chat bei euch ein bisschen hier. Das ist echt schwierig beim Spielen. Huch, habt denn ihr hier alles geschrieben? Wieder da. Ich bin wieder da, ja. Ja. Ich rede hier gerade rein in das Mikro und denke mir, Mensch, ich höre gar keinen. Gordon, das kann man aber auch freundlicher aus. Genau. Labauken Lubi hat es erfasst. Das ist Pullern. Ist Pullern. Auf dem Pott. Ja, ich musste mir das erstmal sagen lassen. Ich lese gerade nochmal mein Chat. Cool.
Streambuffer die ganze Zeit, hörte nicht, was ihr sagt. Okay, also wir hatten jetzt gerade die ganze Zeit nichts gesagt. Aber ich glaube, Queenie ist gerade mal raus, die lädt mal neu. Zumindest ist es bei mir aus dem Stream raus, aus dem Chat. Ja, das kann ich auch kleiner mal nachschauen. Sorry. Ja, da hat Rabauken-Ruby nie ganz unrecht. Wir sind schon irgendwie ganz schöner Suchtverein. Was Sucht? Ein Suchtverein. Aber das Spiel alle suchten ohne Ende. Ajo. Wir sind schon ready fast, also noch nicht in der Lobby, ich zumindest nicht. Ich auch nie. Ich weiß nicht, ob schon eine Lobby offen ist. Wer macht denn jetzt eigentlich den Killer? Gute Frage, ich habe gedacht, das habt ihr geklärt, wo ich weg war. Okay, ich bin jetzt bei jemand anderem gelandet. Ah, Gordon Freeman ist auf jeden Fall mit einer Queen, mit der Queen in einer Lobby. Ah, Frame Tiger macht gerade die Lobby. So, jetzt bin ich auch unten am Chat wieder angekommen. Ich könnte auch mal die Webcam wieder anmachen. So, ich war fertig. Frame Tiger hat die Lobby schon offen. Probierst du es schon? Ich probiere es schon, aber ich komme nicht rein. Okay. Warte mal, er macht neu. Kleine Flasche wieder. Nimm es wieder auf, probieren wir es nochmal. Okay. Bei mir wartet's. Es wartet. Oh, Queen ist wieder rausgeflogen. Ah, ich auch. Also ich bin jetzt in der Lobby, da weiß ich nicht, ob... Grand Tiger? Mhm. Ja, du bist beim Chris. Ja. Ja gut, dann bin ich ja richtig. Logs, G-Man. Okay, wir sind richtig. Ja. Gut, passt. Alles klar. Queenie fehlt, oder? Ja. Mag jemand mit Queen tauschen? Genau, wir stellen das jetzt mal so frei. Ja. Ja, stell das mal so frei. Ah. Okay, ja? Alles klar. Danke dir. Genau, danke, Logs. Jetzt muss Queenie nur noch den Weg hier rein finden. Probier's nochmal, Queenie. Läuft gut heute. Nein, das ist nicht die Queen, würde ich sagen. Geht freiwillig, alles klar. Ja, die spielen auch, glaube ich, zu einer Fünfergruppe, deswegen. Mhm. Nee. Oh. Nee. Geht okay. Geht, ja. Was spielst du gerade, Lox? Das ist auch nicht die Queen, obwohl sie Cabby auch hat. Ja. Aber als weiter probieren, irgendwann klappt's. Liebe Queen. Sind glaube ich Chinesen, kann das sein? Ja, klingt zumindest so. Also asiatisch zumindest. Ah, Dark Souls 3. Ja, das sind nie so die Spiele für mich irgendwie. So, Rollenspiele. Ist doch ein Rollenspiel, ne? Oder wir machen kurz nochmal die Lobby zu und probieren es nochmal. Wir können es ja mal mit dem Einzählen probieren. Das können wir auch versuchen. Ne, kommt nicht dazu. Dann machen wir, Frame Tiger macht durch die Lobby nochmal kurz zu. Dann machen wir es mit dem Einzählen. Ich hoffe, Gordon bekommt das mit.
weil die landen jetzt auch immer hier. Hm. Ja, ja, Frame Tiger. Mach nochmal neu. Schreib dann kurz. Achso. Buffert's wieder und. Werde nichts. Das ist schlecht, deswegen buffert das. Das finde ich auch komisch. So, Lobby ist wieder offen. Zählst du? Jo. 5, ach ne, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 5, 6. Achso, ne, jetzt 1. Jetzt. Ich war gerade ganz woanders, Entschuldigung. Nee, ich bin bei Stormtrooper gelandet und bei den anderen. Jetzt wird's schwierig. Oh, wow, wo bin ich hier denn gelandet? Ich geh dann mal wieder, Leute, ihr seid mir zu gut. Oh, Vinny streamt gleich. Ja? Also Treib... Minjas. Ach, Minjas streamt, okay. Oh. Level 1 mit Totenkopf oben drüber. Ich warte. Ja, da war ich auch gerade drinne. Da waren zwei Level 1er und Level 3er oder irgend sowas. Jetzt wird's schwierig. Stormtrooper, wie Pommes. Stormtrooper. Wie können die so schnell rausgehen und wieder reingehen? So, jetzt bin ich alleine in einem Lobby. Gordon hat das mysteriöse Killerbild. Okay. So, und da bin ich auch wieder rausgeflogen aus der Lobby. Wunderbar. Also G-Man bin ich schon mal drin. Framecracker schreibt das, okay. Also, Stormtrooper. Ja, du bist richtig. Ich bin mit der Queen in einem Raum. Aber im falschen wahrscheinlich. G-Man. Andrew. Prima, hat funktioniert. Also die sind wieder raus wie Gordon und ihr müsst jetzt nur noch zu uns kommen. Okay. Ihr schafft das. Jo. Das ist der Onkel. Los Queen, du schaffst es auch. Ne, das nope. Ist nicht Queen. Aber der, die liefen. Gut, eigentlich. Ja. Eigentlich? Ja. 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 Ja, genau. Not for green, nee. It's absolutely not good to eat. Wieso? Das ist auch nicht die Queen. Nee. Ich muss nochmal den Char wechseln, obwohl. Ich mach das mal so. Komm, Queen, du schaffst es! Nope. Queen, das ist jetzt echt ärgerlich, dass noch andere Leute auf die Idee gekommen sind. Hm. Sie landet immer alleine in der Lobby auch. Das ist so schade, Queen. Haben bestimmt Charaktere besser. Ne? Gordon, nicht, dass ich jetzt wüsste. Also es gibt verschiedene Perks dann für die Charakter, glaube ich, relativ. Das ist auch nicht. Ja, jeder hat so seine Vorteile, sage ich jetzt mal. Also jeder hat einen bestimmten Vorteil. Wie die Queen zum Beispiel, also die Mac sozusagen, die du ja auch gerade hast. Die ist, glaube ich, leise und kann schneller laufen. Und meiner kann, glaube ich, seine Schmerzlaute unterdrücken. Ja, genau. Das Perk habe ich ja auch. Also, wenn du verletzt bist, praktisch. Genau, genau. Lärmbelästigung. Und der Twite, der Krawattentyp, der kriegt halt den Perk mit dem Manipulieren.
Also jeder hat schon so einen gewissen Vorteil, aber jetzt... Es gibt jetzt eigentlich nichts, wo man sagen kann, das ist der super Charakter, weil halt jeder was... jeder was Besonderes hat sozusagen. Genau, andere Perks halt. Das ist jetzt zum Beispiel... Gut, hier habe ich glaube ich noch nichts freigeschaltet. Obwohl, ich bin Level 2, wieso habe ich da noch nichts drin? Ach, Jake hat sabotieren. Okay, dann habe ich das verwechselt, Ayuta. Entschuldigung. Nee, das ist die Queen. Ich glaube, da möchte sie gern mal hin, aber das ist sie noch nicht. Puh. Ha. Queen. Ich glaube fest daran, dass du es jetzt schaffen wirst. Jetzt. Jetzt? Jetzt. Meine Jedi-Kräfte. Eine Jedi-Kräfte. Genau, Queen. Setz deine Jedi-Kräfte ein. Okay, nee, das ist doch nicht die Queen. Nee. Die Sith haben. Oh Mann. Ja, oh, Queen, das ist echt schade, dass das nicht klappt. Ja, das können wir auch gerne nochmal probieren. Okay, jetzt hat Frame Tiger die Lobby zu gemacht. Yeah. Oder Gordon macht den Killer, ja. Flicky 90, danke für dein Follow. Willkommen. Schön, dass du da bist. So. Ja, Gordon, zähl mal an. Tipp mal im Chat. Ah ne, das ist ja dann für uns Zeit für... Ne, ja, ne, warte. Ne, ne, wir kriegen es instant mit. Ach so, ja, stimmt. Also ich stehe heute ein bisschen auf dem Schlauch. Ah ne, mach das doch so. Du gibst ein Kommando, wann du die Lobby aufmachst. Oh, also 5 yeah. Sekunden, bevor du sie aufmachst. Und dann zählen wir runter auf 15. Ja. Und dann sind wir ja wieder bei 0. Dann müsste es ja passen. Oh Mann, ja. Ist das kompliziert. Ich bin nie mitgekommen. Kulmun, servus, Flicky, auch nochmal hallo. Und irgendjemand habe ich gerade noch gelesen. Achso, Zaran, danke für dein Follow. Der Zaran. Ja, der Zaran. Falls ihr es nicht mitbekommen habt, wir sind übrigens im Multistream. Genau. Mit Ausrufezeichen Multi sollte das bei uns beiden wunderbar klappen, dass es da auch den Link dazu anzeigt. Okay, Gordon ist allein, wir sollen es probieren. Okay. Alles klar. Yeah. Cool Moon, dankeschön. Super. Sadan, danke für dein Follow. Oh, war das laut? Da muss ich wohl ein bisschen leiser sprechen. Nope. Bin in der falschen Lobby gelandet. Du musst dann kurz. Es sind gerade ziemlich viele hier. Also entweder wacht Westafrika jetzt auf oder. Amazing! Mit Tippfehler! Servus! Ich bin in der Lobby alleine, ich weiß nicht. Gordon, schreib mal rein, wenn wir bei dir sind. Das ist. Chris, du bist bei ihm? Ich bin bei ihm? Ja. Sehr gut. Irgendwie schaffe ich es immer. Ach du Schande. Duncan, okay. Hallo, auch du, herzlich willkommen. Wo kommt ihr jetzt gerade alle her? So, ich probiere es auch nochmal. Ich guck mal gerade. Naja, jetzt irgendwie, vielleicht sollten wir nochmal gucken, dass wir Download-Frequenzen stellen. Doch nochmal irgendwie. Ich weiß nicht, was gibt's denn noch Abgelegenes? Queen ist nee, schuld. Nein, Duncan, die Queen ist nicht schuld. Ich flippe aus gleich. Ja, Queen, so geht das uns leider ab und zu auch, wenn wir irgendwie versuchen, da reinzukommen. Das ist echt teilweise tricky. Amazing, danke. Ne, ist nicht die Queen, leider.
Super klasse von dir, Amazing. Es ist amazing. Wo bin ich jetzt gelandet? Bevor ich mich hier um Kopf und Kragen rede. Nee. Lobby ist voll. Lobby ist voll, okay, alles klar. Ja, ich bin nicht fremd, Gordon, hallo? Was ist mit dir? Geht mal auf Austria. Nein, Österreich? Österreich weiß ich nicht, ob das besser ist. Na, da gibt's mehr reale Killer. Aber das war gemein jetzt. Weiß ich gar nicht. Kenne ich mich gar nicht so aus. Ich glaube, das Problem wäre ja jetzt gar nicht mal, wenn jetzt so viele Killer machen würden. Ja, es sind gerade zu viele Dingens. Ja, das ist jetzt gerade echt. Wir kommen jetzt andere neue Gesichter mit rein. Wir hatten jetzt ready gemacht. Ich dachte, das war der Killer. Mr. B. Kiyu. Liefen alle wieder. Bist du noch drin beim Gordon? Ich bin noch drin beim Gordon, ja. Ist noch Platz? Mal, ich guck mal. Was war das denn? Das war mein Feuerzeug. Nee, hier Ach so. Ist da eben. Nee. Ja, keine Ahnung. Warten wir mal durch. Oh yeah? Du hast ein Follow und kriegst das nicht mit? Nee, ich krieg's nicht angezeigt. Jetzt. Blicky 90, danke für dein Follow. Danke. Jetzt bin ich beim Chris. Jetzt bist du bei mir? Ja. Sehr gut. Ja, wir sammeln uns. Es wird langsam zu voll hier. Queen ist auch gerade in der leeren Lobby, aber halt nicht beim Gordon. Also entweder wacht jetzt wirklich Westafrika auf oder sie kommen jetzt in den Rhythmus, wo sie anfangen zu spielen. Könnte jemand mal Google bedienen und gucken, wie viel Uhr wir in Westafrika haben? Westafrika ist doch... müssten mit uns ziemlich gleich sein, oder? Obwohl, nee, bestimmt. Nee, die müssen ja. Das ist ja über den Äquator, glaube ich, oder? Ja, gut, das ist ja egal. Der Äquator ist egal, die Längengrade sind wichtig. Ja. 2-3 Stunden könnten die schon Versatz haben. Amazing, nein, wir sind in. Wir sind in Westafrika. Ja, danke, Fliggy90. Ja, wobei das Twitch ist da in der Hinsicht ja auch nicht unbedingt so zuverlässig, weil manchmal bekommt man auch nicht mit, wenn Queen oder Hübchen streamt. So, jetzt tue ich mich mit Sicherheit mit dem Namen verhauen. Hallo okay. Dr. Alt-Noah oder Tralt-Noah, sag mir mal, wie es richtig heißt. Ich und Namen, das ist ganz schrecklich, aber schön, dass du da bist. Okay, die haben gerade 17:50. Ja gut, doch, könnte schon sein, eine Stunde hinter uns. Schauen wir mal. Wer ist denn eigentlich Snorks? Gehört er zu uns? Snorks, glaube ich nicht, weiß ich nicht. Also war meine erste Eingebung richtig, Dr. Alt-Noah. Alles klar. Golden Dead, servus. Jetzt geht's rund hier. Ja, wird langsam kuschelig hier. Naja, wollen wir doch auf New Zealand umswitchen. Wollen wir wieder zurückwechseln. Dann switchen wir mal um aufs New Zealand. Ich weiß nicht, ob in New Zealand wirklich jetzt besser ist. Keine Ahnung, weil eben waren da halt auch Leute. Wir schauen mal. Dann wechseln wir mal ganz kurz, würde ich sagen. Dann nochmal für alle Beteiligten. Wir wechseln dann jetzt wieder rüber auf Neuseeland und schauen wir mal. Wir könnten aber rein theoretisch auch gucken, dass wir ab 21 Uhr auf den Surfer wechseln von Portugal, Frankreich, weil da wird ja eh nichts los sein. Die gucken ja alle Fußball. Stimmt, das ist auch eine Idee.
Gordon, New Zealand wieder. Dein Handy ist leer. Schnell ans Ladegerät. Hm. Probleme, die wir früher nicht hatten. Wenn ich an mein altes Nokia zurückdenke, das hat ein halbes Jahr überlebt, ohne einen Akku zu laden, so nach dem Motto. Ja, das ist leider heutzutage echt mühselig geworden, leider. Ja. Und vor allen Dingen konnte das Ding runterfliegen, wie es will, das ist nie kaputt gegangen. Kumpel von mir, der hatte sein Handy dann irgendwann als Flaschenöffner benutzt und keine Ahnung, der hat, glaube ich, alles mit diesem Telefon gemacht, so ein altes Nokia 3310, wo man vorne und hinten das Cover runternehmen konnte. Ja. Und wenn du die Cover abgenommen hast, war das Handy in der Mitte im Prinzip schon durchgebrochen. Ne? Also das war völlig im Eimer, aber es hat funktioniert. Das Ding ging, das lief und lief und lief. Sowas gibt es halt heute nicht mehr. Gordon, machst du dann eine Lobby auf, wenn du auf New Zealand umgestellt hast? Wahrscheinlich habe ich schon. New Zealand gehen sie. Ja, genau. Ayuta, richtig. So, ich hätte natürlich auch derweile mal einen Pausebildschirm reinmachen können, aber das habe ich natürlich völlig vergessen. Deswegen habt ihr jetzt einen wundervollen schwarzen Bildschirm mit meinem Gesicht. Boah, nee, Gordon, geh nicht raus, bitte. Ach, hab Hunger, ja, ich auch, aber ist egal. Naja, gut, dann mach Essen fürs Frauchen und für dich und kommst nachher wieder. Das Spiel, denke ich mir noch einen Moment. Genau, Duncan, das meine ich. Die Dinger waren unzerstörbar. Also Nokia-Handys waren das Nonplusultra. Waren. Ja gut, ich bin immer noch Nokia-Handy-Besitzer. Also zurzeit heißt es halt Microsoft. Ja, geht doch. Ja, wobei Microsoft hat das ja, glaube ich, inzwischen wieder verkauft, die Nokia-Sparte. Die haben die nicht gekauft gehabt, die hatten nur die Lizenz für ein Jahr. Echt? Okay. Die haben sich nur die Lizenzrechte für ein Jahr gekauft gehabt und haben das halt nicht verlängert. Oh Gott, der Ton. Ich bin halt so Fan von koreanischen Produkten, so leid es mir tut. Ja, hat jeder so seine Vorlieben. Das ist schon zum Beispiel, dass ich dieses Windows Phone total gerne habe. Also ich komme damit super klar, ich finde das total spitze. Ich würde mir halt nie ein Android oder ein iOS-Handy kaufen. Und das sehen halt viele Leute schon wieder völlig anders. Ne? Und da sage ich auch immer, hat jeder seine Vorlieben, soll jeder sich das kaufen, was er gern möchte. iPhone bin ich persönlich halt der Meinung, ich meine, die mögen gut funktionieren, wobei mir, ja gut. Sind halt bedienerfreundlich. Das du, ist halt, du bezahlst den Namen ohne Ende mit und das ist mir halt einfach irgendwie zu doof. Weil du bezahlst ja, der Hälfte vom Preis ist ja nur, weil dort so ein halber Apfel drauf ist. Na? Ja, Gordon, mach Killer, aber da sind auch wieder welche unterwegs. Aber vielleicht nicht so viele. Ja, also so schön das auch mit den iPhones ist. Also ich sag mal so, für meine Mutter ist so iPhone in Ordnung, weil man kann nicht viel kaputt machen dabei, wenn man da was drum probiert, weil sie relativ geschlossen sind. Ja. Ich bin aber immer gern so jemand, der immer gern rumfliegelt und rumwerkelt und ich hasse sowas, wenn da einem so ein bisschen Schlösser davor gepackt werden. Und, ja. Ja gut, das ist bei Android ja, die sind ja recht flexibel mit der ganzen Geschichte. Genau. Dadurch, das mag ich halt auch. Also dadurch, dass es da so offen ist, kann ich mir halt die aktuelle Android-Version auf mein altes Telefon machen, das funktioniert und läuft und alles gut. Lobby ist auf in 5, 4, 3, 2, 1, go. Okay. Ich bin, wie gesagt, Windows Phone total klasse. Der Vorteil bei Windows ist halt im Prinzip ähnlich wie bei Apple, dass es ganz spezielle Voraussetzungen gibt. Ja, wir sind schon mal zusammen, Chris. Sind wir aber auch beim Gordon drinne. Gordon, gib mal Rückmeldung, ob wir bei dir das sind. Ja, genau.
Du hast halt, die Handys haben halt immer eine gleichbleibende Performance. Also du hast nie, also ich hab's bei meinem Bruder gesehen, der hat ein älteres Handy mit einer... Ja, ist alleine, wir können raus aus der Lobby. Okay. Mit einer relativ aktuellen Android-Version und das Ding ist ständig abgestürzt und war langsam und Multitasking hat er gar nicht geschafft und da finde ich es halt gut, dass das Windows... Kurz auf deinen Chat achten, Onkel, also Lox schreibt gerade, Onkel, dein Bild ist noch schwarz. Mein Bild ist noch schwarz? Das kann doch gar nicht sein. Moment. Ach, die Queen ist bei mir gelandet, nur wir sind in der falschen Lobby, Queen. Wieso ist mein Bild noch schwarz? Ich weiß es nicht. Hast du was umgestellt eben? Pause-Screen? Nee, gar nicht. Das richtige Spiel ist auch noch ausgewählt. Ah Gott, ganz ruhig bleiben. Meine Webcam ist ja auch noch da. Moment, ich mach mal Pause rein. Mal sehen, ob es dann wieder sich fängt. Wenn wir es wieder rausmachen und nochmal ins Spiel reingehen. Oh, ich muss ja erstmal aus der Lobby rausgehen, sonst startet das Spiel. So dunkel wie deine Modkill-Seele. Oh, jetzt bin ich irgendwo allein in der Lobby. Jetzt hoffe ich, dass der Gordon jetzt kurze Rückmeldung gibt. Das ist, mein Bild ist gar nicht schwarz, sondern ich bin schon im Spiel drinne und der Killer hat einfach einen übelst krassen Perk. Wann? Wenn ich jetzt das ja, hier, ich bin bei Gordon drin, okay. Wenn ich jetzt das hier rausnehme. Es wird echt Zeit, dass sie den nächsten Patch nachschieben mit dieser Möglichkeit, mit Freunden zu spielen. Oder Lobbys zu machen mit Passwort, das wäre auch gut. Ja. Aber. Ja, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. So, mal sehen, ob das so funktioniert. Ja gut, Zalan, das Problem heutzutage bei den Handys ist ja genauso wie bei den Computern. Das ist alles so kurzlebig und jedes Jahr kommt was Neues raus. Und eigentlich ist es nichts Neues. So viel zu 11K18. Hm, ja, okay. So, das ist immer so Auslegungssache. Ja, ich werde wohl mal ganz kurz meinen Stream beenden müssen und mal neu starten. Genau, Serverliste und Passwort. Ja, gut, probier's mal. Also Leute, ich bin gleich wieder da. Wir warten mal so lange.